Hinrichtungen ohne Ende. Was hat er getan? Er hat gedacht, mein Herr und Gebieter. Ist ein Verbrechen zu denken? Für ein Volk das größte Verbrechen. Sind Menschen nur mit Furcht zu regieren? Menschen sind böse. Sie haben Hass in den Augen, Lügen auf den Lippen, Verrat in den Herzen. Das wirst du noch erfahren, großer König. Es gibt nur drei Herrscher, die die Menschen respektieren. Die Geißel, die sie schlägt, das Joch, das sie beugt, das Schwert, das sie tötet, nur mit Gewalt, mit Verachtung und Schrecken, wirst du der Herr der Erde. Ich will nicht der Herr der Erde sein. Was sonst, mein Herr und Gebieter? Ich will nur ein glückliches Volk haben. Fantast. Wir sind alles nur Sklaven. Dein Großvater wusste das und du sollst das auch lernen, wie er es hat. Heute Nacht, wenn die erste Dunkelheit fällt, dann misch dich auf der Straße unter die Menschen und lausche ihnen und sieh in ihre Häuser. Will, prüfe und beobachte. Heute Nacht, Jaffa. Heute Nacht, meinte ich bin Journalist und die Polizei von Niedersachsen verletzt mein Recht auf Pressefreiheit im Land Berlin. Die kommen hier angereist aus Niedersachsen und treten meine Rechte als Journalist mit Füßen, indem sie mich daran hindern, den Polizeieinsatz Zeitgeschichte zu dokumentieren. Das ist dein Volk, mein Gebieter. Ich bin ihm nie so nahe gewesen. Jetzt höre, beobachte und prüfe. Vergangen sind die Zeiten, da Allah sich gnädig zeigte seinen Dienern. Bis jener kam, der König war unter den Königen und der Gebieter unermesslicher Herrscher. Er wurde der Herrscher des Volkes und Herrscher der Zeit, aber auch beider unbarmherziger Bedrücker. Und was sagt er da? Auf wie? Ist es der König, von dem ich spreche? Du darfst nicht fahren. Es gibt Spione überall. Du musst halt vorsichtig sein. Also einmal die Rücknummern, ich bin nicht von hier. Doch ich hätte gern gewusst, von wem der Alte spricht. Oh, von heimlichen Hoffnungen. Von einer Prophezeiung. Von einem Befreier. Nur Irre und Kinder glauben an ihn. Ein Befreier soll kommen. Nicht so lange Amat König ist. Und so hofften sie auf den Herrscher, dessen Thron Güte, Liebe und Gerechtigkeit sei. Wer aber nicht hoffte im Stillen, wurde gerichtet auf dem Marktplatz. Und doch erhob sich ein Weiser in Bagdad und gab ihm diese Prophezeiung zum Trost. Wenn die Zeit erfüllt ist, wird der Befreier kommen. Und er wird sein der Niedrigste unter den Niedrigen. Und ihr sollt Ausschau nach ihm in den Wolken. Doch das Volk zweifelte und rief, was soll ein Niedriger uns retten, wenn die Größten machtlos sind vor dem Tyrannen? Wie soll er seinen Weg nehmen auf den Wolken? Aber die in den Sternen lasen, trösten ihn. Allah wird senden einen Knaben aus dem Blau des Himmels. Und er wird sein der Niedrigste der Niedrigen und wird auf einer Wolke sitzen. Und die Wolke wird sein wie ein herrlicher Teppich unter ihm. Und von der Höhe des Himmels wird er den Tyrannen töten mit dem Pfeil der Gerechtigkeit. Und wie ist der Name des Tyrannen? Amat ist es. Ja, Amat. Gehen wir doch bald auf. Ich wünschte, dass er heute noch sterben würde. Ich habe Angst vor euch. Ihr macht das Gewusst und nicht auf. Ihr seid Menschen hier. Ihr macht das Gewusst. Ihr macht das Gewusst. Ihr tut uns weh. Es ist Gewalt, was ihr tut. Ihr macht das Gewusst. Ihr tut uns weh. Es ist Gewalt, was ihr tut. Mit Absicht, Gewusst. Ich habe Angst vor euch. Ich habe Angst vor euch. Sie sollen ihn in den Kerker werfen. Wenn er sagt, er sei der König, sagt er, sei Wahnsinn. Seine Freunde müssen noch heute Nacht sterben. Macht kein Aufsehen. In dieser Nacht erkannte ich, dass nicht das Volk böse war, sondern er. Er hatte mich in eine Falle gelockt, als er mich überredet, mich unter das Volk zu mischen. Er ließ mich ergreifen und ins Gefängnis werfen. Aber gerade dort war es, wo mein wahres Leben begann. Denn dort fand ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Frau. Abu. Den kleinen Dieb von Bagdad. Denn nur kleine Diebe werden ins Gefängnis. Ich habe vorhin mit einem Polizisten gesprochen, der sagte, die gucken unsere Videos, die stehen auf unserer Seite, sind viele von den Beamten, die unsere Videos schauen. Und da muss ich jetzt einfach aufrufen und sagen, dann müsst ihr Befehle verweigern, dann müsst ihr aufstehen für das, wenn ihr seht, dass hier Unrecht passiert. Es kann nicht sein, dass ihr wisst, und ich meine, ihr versucht zu deeskalieren, und das ist aller Ehren wert, dass jemand zu mir kommt und sagt, ohne Handy, ohne Film sprechen und sagt, bitte löst auf und so weiter, ja. Aber die Menschen wollen nicht gehen und sie haben das Recht, hier zu sein. Und dann muss man einfach sagen, es gibt einen Punkt, an dem man dann remonstrieren muss, an dem man aufhören muss. Die haben kein Remonstrationsrecht, die haben eine Remonstrationspflicht. Richtig, genau. Das heißt, jeder, der nicht remonstriert,
Der macht sich schuldig. Macht sich schuldig, genau. Wahnsinn. Das, was ihr macht, das hat morgen 1-2 Millionen Klicks. Sag ihm die Hände ab, dann die Arme, dann die Beine, zum Schluss den Kopf, als Warnung für alle Diebe. 38.000. Nein! Gnade! Ich will doch nicht sterben! Du wirst morgen sterben. Mit dem da zusammen, der verliert gleich den Kopf, weil unser neuer Sultan Jaffa dem Verrückten gnädig ist. Bei Sonnenaufgang also. Nein! Haben Sie dich auf der Folter wahnsinnig gemacht? Mich wahnsinnig? Sie sagen doch, dass du wahnsinnig geworden bist. Bist du wirklich verrückt? Sicher. Verrückt? Ich bin verrückt. Der verrückteste aller Verrückten, die jemals König waren. Oh, Sie haben recht. Du bist verrückt. Total verrückt. Was macht das schon? Wir sterben. Bevor morgen früh die Sonne aufgeht, sterben wir beide. Der kleine Dieb und der Verrückte. Doch ich möchte nicht sterben. Du bist doch kein Verrückter. Aber vielleicht geht für uns die Sonne jenseits vom Fluss auf. Das doch gehört. Morgen früh. Da sind wir drüben. Suchen ein Boot und stechen in See. Ich habe noch nie die See gesehen. Ich habe nur die Seeleute unten im Hafen erzählen. Ach, weißt du, von Fischen, die so groß sind wie ein Tempel und so winzig klein wie mein kleiner Finger, mit Flügeln und von Booten, so mächtig groß wie Bagdad selbst, mit Segeln, so groß wie die Wolken. Und wenn der Wind weht, sind sie schneller als Antilopen und tragen uns in die Weite nach Indien und China. Tragen uns nach Indien und China und wir sitzen hier am Kerker und sind tot, bevor die Sonne aufgeht. Und du sagst, du seist nicht verrückt? Sieh hier. Was ist das? Der Kerkerschlüssel. Ich habe ihn gestohlen. Den Schlüssel? Gib ihn. Nicht doch nicht. Wir müssen hier noch warten. Wir können doch nicht fortlaufen. Warum nicht? Weil ich die Wächter kenne. In einer Stunde essen sie. Nach dem Essen gehen sie schlafen. Dann gehen wir fort. Junior ist mit uns hierher gekommen, um dagegen seine Stimme zu erheben. Hell, leg doch doch hin. Und übergebe den Wort an Robert F. Kennedy. Gib mir das Zeug. Wir müssen verschwinden. Oder warst du etwa auf Gnaden? Denkst du nicht, dass der König uns begnadigen wird? Der König war ein Narr. Hoffentlich leidet er ebenso viel, wie sein Volk leiden muss. So sehr? Das Volk hasst ihn. Und wenn ich ihn jetzt in meine Hände bekäme, hier auf der Stelle, ich würde ihm schon sagen, was er für ein Narr ist. Sag es doch. Ich bin Ahmad, euer König. Nun, du sprichst doch. Ahmad, der König ist tot. Seit gestern. Der neue König ist Jaffa. Da! Jaffa würde um mich nicht so viel Aufhebens machen. Und die ganze Leibwache auf mich hetzen. Gnade, mein König, ich bin ein Sklave. Lasst mir die Hände, um ein klein wenig zu stehlen. Und ich will es euch doppelt vergelten. Wie nennt man dich? Ich bin Abu der Dieb. Sohn von Abu dem Dieb und Enkel von Abu dem Dieb. Der jüngste von 10 Söhnen, der ständig Hunger hat, Tag und Nacht. Steh auf, mein Freund. Und folge mir. Wir müssen nach Bagdad. Seid ihr ganz verrückt geworden? Ich meine, sie würden uns töten. Und ein toter König und ein toter Dieb sind nichts wert. Wenn deine Finger ebenso flink sind wie deine Zunge, bist du der König der Diebe. Komm, nutzen wir den Morgen. Er wird uns in die Freiheit bringen. Seltsam. Ich hatte alles außer der Freiheit auf mich. Und ich hatte nichts als die Freiheit, Amar. Und nun, mein Freund, was tun wir jetzt? Was uns gefällt. In 3 Tagen segeln wir bis Basra. Hier, nimm das Ruder. Stoß ab.
Ich möchte ein Seemann werden, segeln in die Welt, segeln nach Nord und Süd, wohin es mir gefällt. Onkel und Tanten, von mir war ich Mann. Ethan, ich wäre nur ein Sorgen, nicht ein Held. Heimat, die wohl ich suche, in der Welt mein Glück. Einmal nicht die feine Küche? Seit wann isst man denn Pfannkuchen ohne Honig? Wo hast du denn Honig? Alle gibt uns Pfannkuchen, dann wird er auch für Honig sein. Honig! 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 Honig, Gefälli? Ja, wir möchten gern welchen kaufen. Nur einen Krug von. Eine Krug oder zwei? Ja, wenn er gut ist. Das ist der Beste in Wasser. Das kann jeder sagen. Aber wir möchten ihn erst kosten. Wo ihr bekommt's? Ich kenne viel bessere. Was sagst du dazu? Nein. Können wir nicht kaufen. Nein, deine Bienen sind nicht gut gelaufen. Was? Nur Ruhe, alter Herr. Ihr seid ein ganz schwieriges Gefühl, Gesindel. Ich zeig euch an. Hey, alter Freund. Wessen Palast ist das? Das ist der Palast des Sultans, kleiner Dummkopf. Der Palast hat tausend Spielzeuge. Spielzeuge? Wo seid ihr denn hergekommen? Wenn ihr das nicht einmal wisst. Der Sultan hat doch das größte Spielzeugsammlung der ganzen Welt. Wieso das? Er ist ein alter Mann. Und alte Männer sind Kinder. Er ist eifersüchtig auf seinen Spielzeugtrödel, weil es auf seine Frau ist. Aber ich sage, lass mich lieber gehen, ihr Meister der tausend Spiele. Aber das ist schön.